Ein typischer Dienstag im Hause von Familie Scheubrecher. Die 10-jährige Chantal ist mit den Schulaufgaben fertig und malt ein Bild. Ihr 2 Jahre jüngerer Bruder Kevin macht sich fertig für sein Feldhockeytraining. Man muss kein Pädagoge sein, um zu erkennen, hier liegt einiges im Argen. Vater Michael und Mutter Marlies geben sich alle Mühe, ihre missratenen Kinder trotzdem zu unterstützen. Hier ist mal was. Aber das fällt schwer. Hör mal, das Chantal, das steht doch nur auf Schule, Bücher. Und das ganze Geschmiere, ne? Unten an der Bushaltestelle, da stehen sie, ne? Die ganzen jungen Kerle, du rauchen, saufen, was das Zeug hält, ne? Geile Suppe. Und sie? Naja. Man macht sich halt Sorgen, ne? Naja, und der Junge, hallo, Feldhockey, wie schwul ist das denn? Ein klarer Fall für Katharina Saalfrank, ihre Oma, die Super-Granny. Katharina Saalfrank, ihre Oma, macht sich erstmal ein Bild von der Situation. Also was mir sofort aufgefallen ist, ja, man kann den Eltern überhaupt keinen Vorwurf machen. Die geben sich wirklich Mühe. Aber diese verdammten Drecksplagen, ja, die haben doch die Flausen im Kopf. Kevin, was soll das werden, wenn es fertig ist? Meine Schuhe an. Och, der Herr zieht sich die Schuhe an, na wie schön. Jetzt will ich dir mal eins sagen, ja, wir sind früher jeden Tag 20 Kilometer barfuß in die Schule durch den Schnee, du Memme. So, komm jetzt hier, Schuhe aus, Kippe rein und ab. Mann. Hier, du hast noch was vergessen, du Dussel. Ich sag dir mal eins. Wenn dein kleiner Hosenscheißer so weitermacht, dann studiert der später mal BWL. Nee, nicht BWL. Ja komm, heul doch nicht, hm? Ihr müsst einfach mit den Rotzlöffeln mal ein bisschen was unternehmen, ne? Dann gehst du mit dem Jungen mal in den Puff und für das Mädchen kaufst du eine Palette Bier, hä? Der Michi und die Marlies, ja, die wollen doch selbst, dass ihre Kleinen mal so super drauf sind wie sie. Und deswegen habe ich für die kommenden 12 Wochen ein Konzept erstellt. Ab morgen gucken der Kevin und die Chantal jeden Tag 10 Stunden RTL. Da hat sie es mal wieder geschafft. Katharina Saalfrank, ihrer Oma sei Dank. Nun steht einem unterdurchschnittlichen Hauptschulabschluss nichts mehr im Wege.